Kleiner Wolf ist auch hierher gegangen, aber dann gehen wir jetzt halt nur hier so geradeaus. Und gucken, was uns das bringt. Kapitel 6, Sonnentempel. Okay, es gibt also tatsächlich noch ein Kapitel. Aber ich kann mich nicht gut bewegen gerade. Ehrlich, Leute, hier werde ich mich nicht umgucken. Wie soll ich das denn machen? Brauche ich ja ewig. Vielleicht gibt es deswegen auch nur noch 6 Relikte. Aber ich finde das Spiel mal wieder sehr beruhigend. Also es ist sehr entspannend, das zu spielen. Es ist echt ein guter Einklang ins Wochenende. Ist die Frage, wo ist hier jetzt wieder was? Wo muss ich lang? Da sind bestimmt Pilze, aber. So, ich gehe nur in tiefem Schnee so. Also, wenn ich den Schnee einfach meide, laufe ich normal. Ja, aber ich gucke mich hier trotzdem nicht groß um, weil ich in die Krise. Also, sorry. Das ist genau wie in dem anderen Ding. Dann übersehe ich halt jetzt lieber den Relikt, anstatt dass ich hier jetzt noch eine Stunde rumlaufe. Ganz ehrlich. Ich dachte, das ist der Weg, aber das war nur für. Okay, surprise, surprise. Okay, und hier wird mir auch wieder richtig. Und hier, oh mein, meine Battery ist low. Moment, ich muss mal eben meine Battery wieder anschließen, damit hier bloß weitergehend Sachen finde. Ja, komm, da geht's weiter. Da ist doch so aus wie eine Höhle, oder? Sehr viel. Boah, Mann, ist es echt, ey. Boah, ich habe jetzt keine Lust. Also da könnte natürlich jetzt was sein. Auf der rechten Seite da neben dem Gebäude, aber. Jetzt erstmal so drin gucken. Einmal vielleicht erstmal gucken, ob hier drin irgendwas ist. Ich muss diesen Weg gehen. Ich weiß. Aber das sieht so aus, als wenn da noch was ist. Ich kann auch nichts dafür, dass ich erkunden muss. Und bis jetzt hat sich erkunden so oft gelohnt in dem Spiel, ne? Und dieses Mal auch! Ich habe zwar jetzt nicht das da gefunden, wo ich es vermutet habe. Ich habe zwar eigentlich gedacht, das ist halt, ich wäre jetzt eigentlich zurückgelaufen, aber. Aber da es ja offensichtlich ja dann doch hier schon ist, nehme ich das natürlich mit. Eine Fruchtbarkeitsstatue. Also ich muss auf jeden Fall sagen, am Ende haben wir auf jeden Fall mehr Glück mit den Sachen als am Anfang gehabt. Die Statue war ein beliebtes Geschenk für junge Paare. Es sollte Fruchtbarkeit in die neue Beziehung bringen.
Aber ich fand halt, das sah so aus, als wenn da so ein Weg nebenher gegangen ist, aber ich dachte halt, das ist direkt neben dem Haus, weil ich wollte gerade eigentlich zurückgehen. Ich habe mal wieder ein bisschen Glück. Finde ich aber eigentlich ganz gut. Wer beschwert sich schon, wenn er Glück hat, ne? Ach, das ist ja echt ein Monsteranteil, ich weiß, aber. So, dann wollen wir mal uns hier diese Erinnerung angucken. Wenn links was ist, dann habe ich das jetzt aber was. Es für sie getan, für Wayla, richtig? Du wolltest eine Revolution, aber sie war dagegen. Wayla wollte, dass sie verstehen. Genau das war dein Plan, sie dazu zu bringen, zu verstehen. Indem du ihnen die Vergangenheit zeigst. Dieser Dolch. Bin ich das? Ich bin Artevo. Ich bin dein Vater. Und auch derjenige, der für die Zerstörung deines Dorfes verantwortlich ist. Der die Frau, die du liebtest, hat töten lassen. Warte. Wolf, Wolf, Wolf. Es tut mir so leid. Bitte. Wo bist du? Wolf, ich wusste nichts davon. Ich schwöre es. Ich bin eine schreckliche Person. Nein, ich verdiene deine Vergebung nicht. That's a big oof moment. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Aber hey, er hat uns verziehen, als wir Mist gebaut haben. Jetzt können wir ihm doch auch verzeihen, oder? Aber ja, für hier links und rechts ist nichts. Ich habe echt keinen Bock, mit diesem Schneesturm zu suchen, bin ich ganz ehrlich. Ich suche auch einfach nicht jetzt. Aber da ist ein Turm. Diese Grafikbugs, ne, die sind. Okay, das. Aber da ist nichts, außer eine unsichtbare Wand. Jetzt muss ich den Weg ja wiederfinden. Okay, hier ist der Weg. Ich glaube, hier ist links und rechts nichts, Leute. Das wäre jetzt auch sehr, sehr komisch. Ja. Bitte war da nichts. Der Pfad wird ganz schön eng hier. Aber es geht so. Jetzt ist er ja wieder breit. Okay, wir gehen auf jeden Fall die Treppen zu, anscheinend, ich würde mal sagen, dem Sonnentempel hoch, ja. Endlich mit mir! Wem willst du noch was beweisen? Du hast verloren, sieh es ein! Nein, sieh du es endlich ein! Es ist deine Schuld! Alles! Hör auf! Hast du immer noch Angst vor der Wahrheit? Hör auf! Du eine Marionette des Herrschers! Sieh dich doch um! Kalani! Kalani!
Ich habe dich getötet. Wolf, es... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin, um ehrlich zu sein, ein bisschen ja, sehr sprachlos. Ein vornehmes Trinkgefäß. Der Besitzer muss wohlhabend gewesen sein.